Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Mafia 2. In der heutigen Episode Chinesisch. Wir sind in einem China-Restaurant, also China-Restaurant. In der Hintertür und wie ihr da auf dem Boden seht, ist das, das ist Munition, glaube ich, mindestens. Nee, das ist Holz von der Tür, das Munition gegeben hat. Ein paar Chinesen am Boden. Wegen chinesischer Mafia und Co. Wenn ihr die erste Folge gesehen habt, ist ja alles super. Jetzt sind wir oben, oder was? Jetzt sind wir oben. Wir standen vorhin da unten und müssen wir irgendwie... Hä? Ist die tot oder schläft die nur? Besoffen? Ach so, na dann. Ist das jetzt ein Safe oder was? Ist das ein... Das ist ein Auf... Psst, kein Mucks, Vito. Seit wann bist du dagegen, Krach zu machen? Das sind zu viele. Mucks ihn ganz leise ab. Mit einer Schrotflinte, okay. Ja, wie denn? Haben wir irgendwas? Ich sagte, wir müssen leise sein. Ja, wie denn? Zeige dich und kämpfe wie ein Mann. Welcher Mann? Oh, scheiße. Ist hier überhaupt jemand? Hier ist ja nur der Schönling, der am Boden liegt. Hier ist ja gar niemand. Hast du ihn gesehen? Ein... Los jetzt! Gib auf! Mehr kannst du nicht! Gib mir Deckung! Ich bin der Beste! Nur weil du einen umgebracht hast, okay. Ich möchte dich nicht zum Feind haben. Denn da kommt schon wieder der Nächste angezottelt, ey. Jetzt steh doch nicht so da, du beschissener Typ. Großer Pfeiler, der anzulegen. So. Eine selber abbekommen, eine Schrotflinte oder was? Damit, aber so viel sind es eigentlich gar nicht. Hier waren so viele Kanonen und whatever. Komm raus aus deinem Rattenloch! Nicht schlecht, was? Ja, stimmt schon. Noch einer da hinten. Los jetzt! Zack, zack! Das war der letzte. Ins Knie und dann geht alles fertig. Wenn uns jemand erkennt und Carlo davon Wind bekommt? Deshalb sorgen wir dafür, dass kein Zeuge überlebt. Da unten sind wahrscheinlich noch mehr. Bist du soweit? Ich schon. Der Charakter. Ach, wieder rein. Okay. Das ist aber auch ends gefährlich hier.
dass hier keine Absperrungen sind. Und wie viele Leichen werden hier auf uns warten? Du bist tot, du gelber Scheißkerl! Was wollen Sie von mir? Was meinst du, Wichser, was wir wollen? Wir wollen wissen, wieso du unseren Freund umgelegt hast. Und wir wollen das Geld, das du ihm gestohlen hast. Ich hatte keine Wahl. Ihr Freund war ein Informant der Bundespolizei. Was quatschst du da für einen Mist? Unser Kontaktmann im Dogendezernat hat uns berichtet, dass sie von Henry Tomasino über unsere Geschäfte in Kenntnis gesetzt wurden. Das ist eine beschissene Lüge! Moment, Henry soll ein Maulwurf gewesen sein? Ja. Deshalb musste er verschwinden. Das ist Bullshit, das ergibt keinen Sinn. Und ich nehme an, du hattest auch nichts mit dem kleinen Hinterhalt zu tun, nachdem unser Deal gelaufen war, richtig? Meinen Sie, wir gingen so ein dummes Risiko ein und würden noch dazu unsere Fabrik zerstören? Das war nur ein weiterer Grund, unsere Verbindung zu beenden. Sie haben uns von Anfang an nur Probleme bereitet. Ach ja? Deine Probleme werden bald vorbei sein, Freundchen. Also, wo ist unser Geld? Es ist nicht mehr hier. Was? Und wo zur Hölle ist es? Das werde ich nicht sagen. Wenn du nicht singst, werde ich dein beschissenes gelbes Hirn in diesem ganzen verfickten Zimmer verteilen. Wenn ich es ihnen sage, bin ich sowieso tot. Gut, wie du willst. Hast du sie noch alle? Wolltest du das Arschloch davonkommen lassen? Der hätte uns noch mehr erzählen können. Scheiß drauf, der doch nicht. Das sind knallharte Burschen. Lass uns lieber verschwinden, bevor die Bullen anrücken. Jetzt. Können wir den noch einmal? Warte mal. Bringt nichts mehr. Okay. Verschwinde aus Chinatown. Das können wir bestimmt sehr, sehr gut. Mach schon, Vito. Rein in den Aufzug. Ja. Ich glaube nicht, dass der Laden so schnell wieder aufmacht. Wenn wir genug Zeit hätten, würde ich die Bude abfackeln. Ach, wieso auch immer wieder abfackeln? Wir haben ja genug. Vito, komm her. Hier geht's raus. Stimmt das hier? Oh, verdammte Scheiße, nichts wie weg hier. Das sind zu viele. Besorg uns schnell eine Karre. Na, und wo, du dämliches Kind? Der Kerl ist ausgerastet. Schaltet ihn auf. Roger. Ja, ich bin tot. Mehr kannst du nicht? So. Los, zeig dich! Okay, wir haben sie abgehängt. Komm ich nach Hause, Vito. Ich brauche einen Drink. Das war beschissen, oder? Ja. Ich will nicht mehr drüber reden. Bring mich einfach zurück nach Hause. Okay. Super. Wir haben ein Auto geklaut und wenn wir ins Auto steigen, dann kennt uns niemand mehr. Superissimo. Und wohl Wege sucht werden, aber dafür können wir zum Friseur gehen oder zum Kleidungsjournalisten oder wo auch immer. Wir dürfen uns einfach nicht mehr blicken lassen in diesem Outfit, in das wir gerade sind. Hallo Polizei! Hallo, hallo! Bitte nicht. Oh, zum Glück. Aber der verfolgt mich, der Typ. Der wird mir ungeheuer. Nicht geheuerhaft. Ach, zum Glück ist 10. Das Geschäft war eine Mordskatastrophe. Kannst du laut sagen. Henry ist tot. Das Geld für Bruno ist weg. Wir haben die Hälfte der Tonks gekillt. Und wenn sie denken, dass Carlo uns geschickt hat, gibt's Krieg. Wir sind am Arsch. Ja. Und wenn Carlo sieht, was wir ihm eingebrockt haben? Und wenn Henry wirklich ein Maulwurf war?
Nie im Leben. Denk nicht mal dran. Hör zu, erst treiben wir das Geld für Bruno auf. Das löst wenigstens ein Problem. Aber mir reicht's für heute. Ich brauche einen Drink. Ich rufe dich morgen an und dann sehen wir weiter. Ja, gut. Okay, dann bis später. Und Vito, sei vorsichtig. Ich bin vorsichtig. Errungenschaft freigeschaltet. Kapitel 14. Weg in den Himmel. Ostery Bay, 25. September 1951. Ach, wieder in der Bruchbude. Na, tolle Wurst. Und fett sind auch schon geworden. Nee, okay, gut, habe ich es nur angebildet. 500 Dollaros. Telefon, okay, hier. Peter, bist du soweit? Klingt das danach? Du hast mich aufgeweckt. Dann komm in die Puschen. Wenn wir Brunos Geld heute nicht auftreiben, sind wir am Arsch. Und wie zum Teufel sollen wir die 50 Riesen auftreiben? Keine Ahnung, aber bestimmt nicht, indem wir im Bett rumliegen. Ich hab was für den Anfang. Ein Job von Eddie. Bringt gut Geld. Ohne Scheiß? Ja, ich hol dich in ein paar Minuten ab. Also, zieh dich an, schnapp dir eine Knarre und warte draußen auf mich. Ich erzähl dir alles im Auto. Ich hoffe, das ist nicht wieder eine von deinen genialen Ideen, Joe. Hey, dazu bin ich nicht in der Stimmung. Echt? Dann sind wir schon zu zweit. Ja, ja, schon gut. Bist du jetzt dabei oder nicht? Ja, wir sind dabei. Nicht. Kannst du hier sein? Ich rufe am Waffenladen um die Ecke an. Ich bin in einer Minute bei dir. Ich warte hinter dem Haus auf dich. Bis gleich. In einer Minute, okay. Anzug mit Brille, das klingt doch gut. Man in Black. Black in Black. Black Beauty. Hinterm Haus, okay, da bin ich auch nun. Sieht sehr geil aus. Müssen wir jetzt. Was ist denn das für ein Schlitten? Eddie hat ihn uns für diesen Job gegeben. Schick, oder? Hier, du fährst. Mir brummt noch der Schädel von letzter Nacht. Wir fahren nach Greenfield. Bist wohl ein bisschen spät ins Bett gekommen, ha? Ja, ich konnte auch nicht schlafen. Aber eine Flasche Scotch hat es geregelt. Okay, und wieder einsteigen, liebe Leute. Das sehen wir dann schon leider Gottes in der nächsten Episode. Für diese Folge hier ist ein bisschen kurz geworden. Aber wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal. In was sind wir hier nur reingestürzt? Ja, wir sind alleine hier in einem neuen Abenteuer der Superlative. Wir heißen hier und heute im Endscreen bekannt, dass wir Mafia 2 mal wieder irgendwas Scheiße machen. Wir sind zwar auf guter Fahrt, aber wir können noch mehr Zaster einfahren. Und wie wir das machen, wie wir das schaffen und wie wir das können, das, liebe Leute, das seht ihr in der nächsten Episode nach diesem Endscreen im neuen Part von Mafia 2. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, einfach nur weiterschauen, weiterschauen und weiterschauen. Es wird euch sicherlich Spaß machen. Ein oder andere werden es kennen, aber mit Sicherheit ein alter Klassiker auf Hochtouren. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Wir sehen uns dann am einen Morgenabend oder an einem Mittag. Bis dann. Tschüss.